1938. Heimatfest in Peiskretscham, einer kleinen Stadt mit rund 8000 Einwohnern im damaligen Regierungsbezirk Oppeln in Oberschlesien. In diesem Städtchen war seinerzeit die weithin bekannte Oberschlesische Bergschule untergebracht. Diese seltenen Farbaufnahmen machte ein ortsansässiger Arzt. Diese Vorkriegsaufnahmen zeigen das typische Aquablau alter Farbfilme. Heimatfeste ohne Umzüge waren zu dieser Zeit undenkbar. Das Leben war weltanschaulich und politisch ausgerichtet. Die Hakenkreuzfahnen waren auch hier allgegenwärtig. Die gepflegten Automobile lassen heute das Herz jedes Oldtimer-Sammlers höher schlagen. Der typische Schupo mit seiner markanten Kopfbedeckung. Die Menschen nutzten den Tag zu einem Picknick in der Sonne. Das öffentliche Schwimmbad war ein Anziehungspunkt für Jung und Alt. Die Schwimmwettkämpfe fanden großen Zuspruch. Für die Unterhaltung der Kinder sorgte ein Clown mit seinen Späßen. Zwischen den Festbesuchern immer wieder Uniformen, SS, SA und Reichsarbeitsdienst. Der Festumzug beginnt. Eine Musikkapelle führt den Zug an. Im Hintergrund ein Werbeplakat der städtischen Volksbücherei. Ehrung der Gefallenen des Ersten Weltkriegs. Die Angehörigen der örtlichen NSDAP sind angetreten. Noch herrschte Frieden. An Krieg mochte angesichts der leidvollen Erfahrungen des letzten Krieges niemand denken.
zahlreiche Veranstaltungen. Ein Blick auf die oberschlesische Landschaft. Weiße Tauben, bis heute das Symbol des Friedens, haben auch damals den Wunsch der Menschen nach einem friedvollen Miteinander ausgedrückt.